Servus Freunde der Klemmbausteine und damit herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei German Brick Motion. Ja, das erste Review hier aus der neuen Kulisse, aus der neuen Umgebung. Es wird hier und da natürlich noch ein bisschen fein optimiert und justiert, aber im Großen und Ganzen bin ich dann doch sehr zufrieden. Für euch wahrscheinlich eher etwas ungewohnt noch die neue Kulisse hier. Aber das wird sich mit der Zeit, denke ich, ganz gut geben. Ja, was gibt's heute? Heute gibt's ein Lego Ideas Set, was mittlerweile sogar schon End of Life ist, muss man sagen. Aber erst seit kurzem, nämlich seit Dezember 2023. Disney Winnie the Pooh. Das Set Nummer 21326 mit 1265 Teilen an der Zahl. Hatte eine UVP von 99,99 €. War jetzt dann am Ende für 80 € circa bei Lego selbst sogar zu bekommen. Sie haben es im Grunde noch im Sale rausgeschmissen, was noch ging von diesen Sets. Insgesamt eine echt coole Aufmachung der Verpackung, finde ich. Wirklich sehr, sehr edel. Cool natürlich hier, finde ich, bei dem Ideaset hier unten mit diesem Gelb, weil es die Farbe von Winnie Pooh im Grunde gleich schon mal so ein bisschen widerspiegelt. Ja, wie schon erwähnt, 1265 Teile. Meine Freundin hat sich das Ganze gewünscht, muss man dazu sagen, und hat es auch zusammengebaut. Also bedeutet, ich habe es selbst nicht gebaut. Wir werden es uns jetzt aber anschauen. Ich habe mir das von ihr auch nochmal zeigen lassen und was es hier und da so für kleine Verstecke gibt und coole Easter Eggs, sage ich jetzt mal. Und das werden wir uns natürlich anschauen. Sie ist ein absoluter Winnie Pooh-Fan, hat mich gebeten, dass wir vorm End of Life das Set uns noch holen, damit es hier dann jetzt halt auch im Regal Platz finden kann. Der Karton bietet auf der Rückseite dann gleich schon mal einen kleinen Ausblick, wie das Ganze von hinten aussieht. Denn das Haus sieht jetzt im Moment auch nicht so aus, wie es hier jetzt drauf aussieht. Man kann das Ganze aufklappen. Wir haben insgesamt 5 Minifiguren enthalten, da kommen wir aber jetzt dann gleich im Detail noch zu. Wir haben hier eine Höhe von 24 cm und eine Tiefe bzw. Breite von 22 cm hier bei diesem Modell. So, Karton kommt einfach mal direkt zur Seite. Und dann fangen wir einfach mal mit dem ganzen Schnickschnack hier noch an. Ein paar Ersatzteile gibt es dann doch, relativ viel sogar, muss man sagen. Allerdings sehr, sehr viel Kleinteile und das sieht man hier auch. Das Gebäude, es ist nicht sonderlich groß, aber die 1200 Teile, die müssen hier irgendwo herkommen und entsprechend sind hier wirklich einiges an Kleinteilen verbaut, damit man hier auf diese Teileanzahl kommt. Wir haben einen Stickerbogen dabei, ist natürlich sowieso ganz klar. Wir haben hier insgesamt 10 Aufkleber, was aber für die Setgröße sogar noch halbwegs im Rahmen ist. Habe ich schon schlimmer gesehen, sagen wir es mal so. Ein Lego-Teiletrenner in Türkis darf auch nicht fehlen. Passt hier ganz gut jetzt zur Hintergrundfarbe. Und natürlich die Anleitung selbst. Wie gesagt, ich habe es leider nicht selbst gebaut. Ich zeige es euch jetzt nur. Aber der Bau war, zumindest das, was ich gesehen habe, trotzdem sehr, sehr gut übersichtlich und überschaubar, denn ich habe gleichzeitig ein anderes Modell gebaut. Wir haben nebeneinander quasi ein bisschen Lego gebastelt. Das ist so eine echt schöne Sonntagsbeschäftigung. Ja, die Anleitung gefällt mir aber optisch sehr, sehr cool. Macht so einen edlen Storytelling-Eindruck, finde ich schon fast. Und ist halt auch im Inneren wirklich, also wenn man sich da allein schon die erste Seite anschaut und auch hier am Ende, man fühlt sich hier wirklich wie in so einem, ja, Disney Buch, kann man schon fast sagen, in der Anleitung selber. Und ja, wenn man hier aber reinschaut, es ist alles kinderleicht. Wir haben hier insgesamt, haben wir hier 7 Bauabschnitte und somit am Ende des Tages dann 241 einzelne Bauschritte. Also natürlich trotzdem eine Ansage. Ja, kommen wir zum Modell, beziehungsweise kommen wir als allererstes mal zu den Minifiguren, hätte ich gesagt. Ja, wer ist enthalten? Natürlich Winnie höchstpersönlich, kann man sagen. Winnie the Pooh ist mit am Start. Dann haben wir hier mit dabei Ferkel, habe ich mir sagen lassen. Ich muss gestehen, ich wusste den Namen jetzt nicht komplett. Das hier ist Ferkel. Dann haben wir mit dabei Rabbit, das ist ein Kaninchen mit einer Möhre in der Hand. Tigger darf auch nicht fehlen. Und den kenne ich tatsächlich sogar sehr, sehr gut. Der hat immer schlechte Laune, ist immer depressiv. Der IA, das ist so ein Esel. Alles ist scheiße, alles ist doof. Das ist IA, das ist mir noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Wir haben ansonsten hier noch so ein paar kleinere Geschichten. Haben wir hier eine Art kleinen Wegweiser und so ein Büchlein mit dabei, was man als Deko sich drum herum stellen kann. Ja, und dann kommen wir auch schon zum, ja, Produkt selbst wollte ich schon was sagen. Nein, zum Baumhaus. Das ist das Haus, wo Winnie the Pooh drin hausiert.
Es ist ein Baum. Meine Freundin meinte auch, sie ist sich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. So genau wird es wahrscheinlich aber auch nie thematisiert in den Filmen, ob das wirklich ein Haus, also ein Haus an sich ist, oder ob das nicht sogar ein Baum selbst nur ist in den Filmen und so weiter. Aber insgesamt sieht es auf jeden Fall optisch von außen schon mal sehr, sehr schön und stimmig aus. Es ist bunt, es ist irgendwie viel los, weil es halt so kleinteilig ist. Und gefällt mir optisch von außen wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn ich jetzt selbst, ja, als Kind habe ich mit Sicherheit mal Winnie the Pooh gesehen, aber jetzt halt so in letzter Zeit jetzt eher nicht mehr. Aber es sieht optisch wirklich echt ganz cool aus. Es ist ordentlich was los. Macht optisch ganz gut was her. Und vor allem finde ich persönlich cool, muss ich sagen, diese doch Größe an Baum am Ende des Tages. Hier hängen dann noch so Bienenneste drin. Die sind auf jeden Fall auch sehr detailreich, weil hier Bienen dran geklebt sind, kann man schon fast sagen. Hier unten so ein Baumstamm, ein Lagerfeuer, Pilze drumherum und natürlich dann die Eingangstür selbst auch ins Haus hinein. Und genau da schauen wir jetzt einfach mal hin, denn man sieht es ja hier schon im Grunde, das ist das Haus selbst und man kann das Haus hier auch noch aufklappen. So dass im Grunde kann man trotzdem sagen, dieses Set eigentlich fast schon wieder auch bespielbar ist. Ja, wenn man hier reinschaut, dann sieht man, dass da ordentlich was los ist. Wir haben im Grunde alles, was man hier in dem Haus so kennt aus den Filmszenen. Wir haben hier natürlich den Honigtopf von Winnie the Pooh, das ist ganz klar. Wir haben hier ein Bett, wo er auch schläft. Und ansonsten, jetzt muss ich selber mal gucken, was haben wir hier noch so für Details. Also jede Menge Honigtöpfe, nicht nur einen, nicht nur zwei, da sind ordentlich viele Honigtöpfe versteckt. Wir haben hier einen kleinen Kamin mit drin, wo hier oben dann auch der ja, Schlot, der Schornstein rauskommt, kann man schon sagen. Ein Spiegel ist hier neben der Eingangstür. Die Eingangstür ist auch aufmachbar. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, ohne alles kaputt zu machen. So sieht das Ganze hier dann jetzt im Inneren aus. Also es ist wirklich echt schön eingerichtet und auch innen drin, finde ich, wenn man es aufklappt, da ist ordentlich was los. Es ist viel los, es ist kleinteilig, es ist in jeder Ecke irgendwo irgendwas versteckt. Finde ich sehr, sehr cool. Auch das Dach ist recht schlicht gemacht. Man hat hier im Grunde eine Art kleinen Dachboden, auch noch Stauraum. Also es ist wirklich optisch ein ja, sehr schönes, ansprechendes Set, das auf jeden Fall. Und ich denke, durchaus auch ein Set am Ende des Tages mit Sammlerwert, weil ich glaube nicht, dass wir so ein Set jetzt von Winnie Pooh nochmal bekommen werden. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und entsprechend wird das doch durchaus ein Set von hoher Sammlerbedeutung am Ende des Tages in einigen Jahren sein. Und natürlich wollte ich meiner Freundin auch den Gefallen tun, das hier dann in ihrer Winnie Pooh Sammlung, sie ist nämlich tatsächlich so ein bisschen Winnie Pooh verrückt, dann mit auszustellen. Ja. Ich denke, viel mehr gibt es jetzt zumindest von meiner Seite aus nicht zu sagen. Falls doch, dann werdet ihr das vielleicht auch in den Kommentaren noch lesen. Und dann ja, hoffe ich, dass euch das heutige Review hier gefallen hat. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.